Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kunden von Wirtspartner, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Immo-Monitoring-Event am 22. Oktober 2020. Mein Name ist Patrick Schnorf, ich bin Ihr Moderator und Gastgeber und im Namen von Wirtspartner herzlich willkommen an diesem Spätnachmittag. Eine besondere Situation, normalerweise sind wir im Aura oder im Kongresshaus in Zürich und können direkt mit Ihnen in Kontakt treten. Heute ist es ein bisschen schwieriger, wir sind in einem reinen Online-Format im Habecker Studio hier in Zürich-Oerlikon. Nichtsdestotrotz, ich freue mich außerordentlich auf diesen gemeinsamen frühen Abend mit Ihnen zusammen. Nun, Sicherheit geht vor. Wir sind ausschließlich digital. Es hindert uns aber nicht, mit Ihnen auch in den Austausch zu treten. Bitte nutzen Sie die Fragefunktion in Ihrem Browserfenster unterhalb des Bereichs, wo Sie mich jetzt sehen, und wenden Sie sich jederzeit an uns. Ich versuche, Ihre Fragen direkt aufzunehmen und ich garantiere Ihnen auch, wir werden diese sofort eigentlich dann beantworten oder auch im Nachgang zu diesem Event aufnehmen und Ihnen eine Rückmeldung geben. Heute haben wir die große Freude, Ihnen unsere Immo-Monitoring-Ausgabe 2021-1 vorstellen zu dürfen. Es ist bereits der 29. Jahrgang in dieser Publikationsreihe. Ich selber bin seit 2004 dabei. Damals, Sie sehen es, sind die ersten bunten Ausgaben bekommen. Wir haben Künstlerinnen und Künstlern den Raum gegeben, sich auf der Frontseite, aber auch im Buch zu verwirklichen. Und ich kann Ihnen heute versichern, keine der bisherigen Ausgaben war so bunt wie die heutige. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen diese Immo-Monitoring-Publikation 2021-1 zusammen mit meinem Team heute vorstellen zu dürfen. Sie finden diese sowohl im gewohnten Buchformat als auch im E-Reader in digitaler Form. Und sie bildet den Auftakt in die Reihe aus der jetzigen Herbstausgabe mit dem Buch aus dem Winter-Update, das rein digital ist. Dann wieder mit dem Frühlingsupdate, mit den neuesten Einschätzungen, die auch in Buchform publiziert werden. Und dann mit der Sommerausgabe wieder nur rein digital. Es ist uns eine große Freude, Ihnen diese Einschätzungen und Prognosen heute präsentieren zu dürfen. Ja, so herausfordernd wie heute war es eigentlich schon lange nicht mehr. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatte wohl kein Ereignis eine so große globale Tragweite wie die Corona-Pandemie. Ein rasches Ende der Gesundheits- und Wirtschaftskrise scheint momentan ja nicht in Sicht. Bis jetzt immerhin ist die Schweiz wirtschaftlich gesehen weniger hart getroffen als viele andere Länder. Wir sehen die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg und aktuell erwarten wir einen Rückgang von rund 4% des Bruttoinlandproduktes in diesem Jahr. Dieser Rückgang könnte bereits im Folgejahr wieder kompensiert werden mit einem Auftrieb der Wirtschaftsleistung in der Schweiz. Damit würde diese Rezession deutlich schwächer ausfallen als die Rezession damals im Ölpreisschock in den 70er Jahren. Zwei fundamentale Unterschiede sind in dieser Hinsicht anzumerken. Erstens, damals gab es Inflation. Mit über 10% sind die Preise gestiegen und das hat viele Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz hart und direkt getroffen. Und zweitens, heute ist der Staat und die Sozialsysteme sind viel mehr ausgebaut als damals. Und das hat eine direkte Wirkung in der Wirtschaft. Es wird Geld ausgegeben, es wird sehr viel Geld ausgegeben. Und diese Wirkung ist natürlich auch an den Immobilienmärkten spürbar. Genau das möchten wir uns heute mit Ihnen anschauen. Eine letzte Vorbemerkung noch zur Ausgangslage. Sowohl in der jetzigen wie auch in der letzten Wirtschaftskrise präsentieren sich die Wirtschaftsstrukturen und die Immobilienmärkte in der Schweiz bemerkenswert robust. Das lässt sich erkennen im Vergleich zum gegenwärtig erwarteten Wirtschaftseinbruch von rund 8% im Euroraum. Die Schweiz steht also wieder einmal, wie so oft, zumindest bis jetzt, vergleichsweise gut da. Ich freue mich, Ihnen nun das Programm in den nächsten Minuten ankündigen zu dürfen. Als erstes wird Robert Weinert, unser Leiter der Immo-Monitoring-Publikation, Ihnen die neuesten Einschätzungen zu den Immobilienanlagen und zu den Geschäftsflächen präsentieren. Dann folgen im zweiten Programmpunkt Einschätzungen zum Wohnungsmarkt mit besonderem Blick auf die Homeoffice-Situation von Ines von der Rohe. Sie ist langjährige Research-Mitarbeiterin im Team. Im dritten Programmpunkt wird Jörg Schläpfer, unser Leiter Makroökonomie, das brandneue CO2-Gesetz unter die Lupe nehmen und sich die Frage stellen, welche Wirkungen denn die CO2-Reduktion
Reduktion im Wohnimmobilienbestand in der Schweiz mit sich bringen. Zuletzt wird unser Verwaltungsratspräsident Andreas Bleisch Ihnen die Einschätzungen zur Unternehmensentwicklung zeigen und den WÜS-Partner Förderpreis 2020 vergeben. Bevor wir jetzt aber starten mit unseren Segmentanalysen, lade ich Sie herzlich ein zu unserer Sentiment-Umfrage. Ich bitte Sie nun, Ihr Smartphone zu nehmen und diesen QR-Code zu scannen und auf die Webseite slido.com zu gehen und dort auch den Hashtag Immo einzugeben. Wir möchten von Ihnen drei Einschätzungen wissen für die nächsten 12 Monate. Erstens, wie werden sich die Preise im Wohneigentum in der Schweiz entwickeln? Werden sie steigen, stagnieren oder gleich bleiben? Eine berechtigte Frage in der jetzigen Ausgangslage. Zweitens möchten wir wissen, was ist bei den Mieten zu erwarten? Werden sie steigen, stagnieren oder sinken? Und drittens genau das Gleiche für die Büromieten. Wir schauen jetzt, ob wir bereits erste Resultate haben von diesem Survey. Sie werden eigentlich laufend aktualisiert. Die Resultate werde ich dann sehr gerne auch im Anschluss an den Beitrag von Robert Weinert wieder aufnehmen und mit ihm zusammen diskutieren. Nun, die jetzigen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten werfen natürlich sofort die Frage auf, sehen wir schon erste Reaktionen bei den Geschäftsimmobilien? Da würde ich dir dann gerne das Wort übergeben, Robert. Wir können, glaube ich, mit einiger Zuversicht auch in den ersten Beitrag einsteigen, zumindest was das Wohneigentum anbetrifft. Aber du wirst dich in deinen Ausführungen auf die Geschäftsflächen konzentrieren. Bitte. Vielen Dank, Patrick. Die Unsicherheiten, die realwirtschaftlichen Unsicherheiten haben natürlich einen gewissen Impact auf die Nutzernachfrage nach Geschäftsflächen. Aber zuerst möchten wir mal der Frage nachgehen, ob Sie auch die Flächen, die Investorennachfrage nach, die Investorennachfrage nach Immobilien beeinflusst. Was wir sehen, ist, dass die Bruttoanfangsrenditen weiter rückläufig waren, insbesondere in diesem Jahr. Die Bandbreite auch ab Mitte 2020 ist nochmal rückläufig gewesen. Die Bandbreite über alle Segmente für den Bruttoanfangsrenditen. Auch der Median war nochmal rückläufig. Die mittleren Bruttoanfangsrenditen liegen jetzt bei unter 3,5%. Also da deutet schon relativ viel darauf hin, dass der Run nach Immobilienanlagen weiter anhält. Wir haben das dann aber auch noch mal genauer betrachtet, weil rein theoretisch wäre es auch möglich, dass die Renditen unter Druck geraten sind, weil die Einnahmen kleiner waren. Aber das war bei unserem Beobachten nicht der Fall. Wir konnten bei den Transaktionen sehen, dass es eher hochwertige Objekte waren mit einer besseren Lagequalität wie im letzten Jahr, mit einer besseren Objektqualität als im letzten Jahr. Also man sieht hier relativ gut, dass insbesondere für diesen hochwertigen Objekte in unsicheren Zeiten die Zahlungsbereitschaft überdurchschnittlich stark ansteigt. Was ist der Grund? Den kennen wir alle. Das ist natürlich die weltweite Geldpolitik und das Niedrigzinsumfeld demzufolge. Das lässt sich recht gut an der Verteilung der Renditen im Schweizer Obligationenmarkt zeigen, hier im Zeitverlauf von 2005 bis heute. Man sieht die Anteile der Renditen zu den Bundesobligationen, wie sie sich von 1 bis 30 Jahre, wie sie sich verteilen. Beispielsweise im Jahr 2007 gab es noch Renditen für alle Bundesobligationen von über 2%. Das hat sich dann sukzessive verändert. Ab dem Jahr 2012 waren die Renditen im negativen Bereich. Das hat sich dann weiter beschleunigt, insbesondere im Jahr 2015. Und ab 2019 war es dann der Fall, dass es eigentlich für alle Bundesobligationen nur noch negative Renditen gab. Aber hier sieht man nicht unbedingt eine nochmalige Akzentuierung im 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Also ist das nur teilweise eine Begründung, warum der Run nochmal zugenommen hat nach den direkten Immobilienanlagen. Die Gründe sind eher im internationalen Umfeld zu suchen. Man sieht beispielsweise bei den Staatsanleihen im Ausland, dass die stärker gefallen sind, seit man mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie begonnen hat. Man sieht das hier in den USA, man sieht es auch für die 10-jährigen Staatsanleihen in Deutschland. Und die liegen jetzt auf einem gleichen Niveau wie mit dem der Schweiz. Auf was ist das zurückzuführen? Das sind insbesondere die Kaufprogramme des FED oder der EZB, die hier so viele Staatsanleihen aufkaufen und dadurch die Anfangsrenditen unter Druck bringen.
Also auf dem Transaktionsmarkt ist der Run nach Immobilienanlagen weiterhin vorhanden. In der Vergangenheit war es ja auch so, dass es die Neubautätigkeit dadurch auch angeheizt hat, sozusagen. Das sieht man aber momentan nicht mehr so. Hier gibt es eine gewisse Bremsung. Man sieht bei den Baugesuchen, dass man hier im Neubaumarkt etwas auf die Bremse steht. Wenn man jetzt die Volumen der Baugesuche in diesem Jahr sieht und vergleicht mit den letzten 3 Jahren, sieht man klar, dass man eher rückläufig ist. Auch der Vergleich mit dem 10-jährigen Schnitt sieht man doch, dass hier bei der Neubautätigkeit bei Geschäftsflächen, das sind also Büroflächen oder Verkaufsflächen, eher rückläufige Tendenzen zu erkennen sind. Ähnlich sieht es bei den Wohnungen aus. Auch hier sind die Neubaugesuche rückläufig. Es werden weniger Mietwohnungen in den kommenden Jahren gebaut. Im Schnitt der letzten 3 Jahre ist es stark unterdurchschnittlich. Auch wenn man es vergleicht mit dem langjährigen Schnitt, liegt man jetzt ungefähr auf dieser Ebene. Und der langjährige Schnitt beinhaltet ja auch Jahre, wo relativ wenig gebaut wurde, wie 2011, 2012 oder 2013. Also die Zahlungsbereitschaft für Immobilienanlagen ist nach wie vor sehr hoch. Aber was sich ein bisschen verändert hat, dass es nicht mehr zwingend dazu geführt hat, dass sich die Neubautätigkeit nochmal erhöht hat. Wie sieht es nun bei der Nachfrage nach Geschäftsflächen aus? Und da lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung der Beschäftigten, die ein starker Treiber hinter der Nachfrage nach Büroflächen insbesondere ist. Hier sieht man, dass man im ersten Halbjahr 2020 bereits starke Rückgänge hat bei den Arbeitsstellen. Sie sind um über 58.000 rückläufig gewesen. Insbesondere die Beherbergungs- und Gastronomiebranche war stark betroffen. Auch die Kunst- und Unterhaltungsbranche musste starke Rückgänge verzeichnen und dann auch noch andere Branchen. Es gab aber auch einige Wirtschaftszweige, die Anstiege verzeichneten, unter anderem das Gesundheits- und Sozialwesen. Die zusätzlichen Arbeitsstellen von über 13.000 sind ungefähr im Schnitt der letzten Jahre. Hier gab es also nicht eine Beschleunigung. Zudem sind auch ein großer Teil dieser Stellen eher dem Sozialwesen zuzuordnen und weniger der Gesundheitsbranche. Aber auch hier sieht man, dass der Anstieg der Stellen der letzten Jahre anhält. Weiter ist auch beim Erziehung und Unterricht zusätzliche Stellen geschaffen wurden oder auch bei Handel und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Die Tech-Firmen gehörten natürlich auch in diese Kategorie, die zusätzlich Arbeitsstellen geschaffen haben. Sie sind aber von der Größe in der Schweiz noch nicht so groß, dass sie hier bei den absoluten Zahlen zu den stärksten Zunahmen zählen würden. Was heißt das jetzt für die Nachfrage nach Büroflächen? Man sieht auf der einen Seite Rückgänge bei der Beschäftigung, sind aber weniger Branchen, die jetzt zwingend Büroflächen nachfragen, durchaus teilweise. Und auf der anderen sieht man auch Branchen, die zulegen, aber auch nicht zwingend alle fragen hier Büroflächen nach. Wenn man mal die durchschnittliche Bürofläche pro Mitarbeiter in diesen einzelnen Branchen nimmt, dann diese Veränderung da einkalkuliert und auch berücksichtigt, dass es viele Teilzeitstellen waren, die gestrichen wurden, sieht man, dass die Mindernachfrage jetzt im ersten Halbjahr nach Büroflächen nur 70.000 bis 80.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche wären. Und das ist eigentlich relativ wenig, wenn man sich vor Augen führt, dass der gesamte Büroflächenmarkt in der Schweiz über 55 Millionen Quadratmeter Geschossfläche haben. Also wir sehen eine relativ hohe Stabilität noch. Die ist natürlich auch gefördert durch langfristige Mietverträge. Wir sehen auch, dass das Angebot noch relativ stabil ist. Einzig in einzelnen Großstädten wie beispielsweise Zürich oder Basel hat jüngst das Angebot der inserierten Flächen nochmal zugenommen. Das liegt vor allem daran, dass jetzt umgebaute Objekte wieder neu inseriert wurden und die Flächen dann auf den Markt gekommen sind. Was man bei der Mietnachfrage auch teilweise sieht, dass einzelne Interessenten sich mit der Frage auseinandersetzen, sollen sie eher weniger Fläche nachfragen im Zuge von mehr Homeoffice, dafür sich eine bessere Lagequalität oder eine bessere Objektqualität gönnen. Und was auch noch auffällig war, ist, dass bei einigen Kündigungen, die stattgefunden haben in den letzten Jahren, beziehungsweise im ersten Halbjahr 2020, auf Restrukturieren zurückzuführen sind, die in den letzten Jahren dann auch initiiert worden und jetzt nicht unbedingt durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurden. Was heißt das jetzt konkret für die
Mieten in dem nächsten Jahr. Wir gehen davon aus, dass die realwirtschaftlichen Unsicherheiten bestehen bleiben, dass in den nächsten Monaten durchaus noch einige Arbeitsstellen abgeschafft werden können, dass die Beschäftigung nachlässt. Deshalb dürften, auch wenn die Immobilien bzw. die Büroflächen relativ stabil noch unterwegs sind, die Mieten etwas unter Druck kommen. Mit -1,5% ist unsere Prognose etwas weniger in den Großzentren, etwas mehr dann außerhalb der Großzentren. Blicken wir nun noch auf das Verkaufsflächensegment. Eines der Segmente, das natürlich am unmittelbarsten von der Corona-Pandemie auch betroffen war. Hier sehen wir die Konsumausgaben, die wir in der Schweiz jedes Jahr tätigen, mit den Kreditkarten, mit den Bankkarten, zum Beispiel Maestro, oder auch mit den Bargeldbezügen. Im Schnitt geben wir pro Woche mit diesen Zahlungsmitteln rund 2 Milliarden Franken aus. Und das hat sich auch so bis zum Lockdown entwickelt. Dann kam der Lockdown Mitte März und da sind diese Ausgaben natürlich eingebrochen mit einem Tiefpunkt, das war eine Halbierung praktisch, Anfang April. Aber was auch eindrücklich war, wie schnell sich diese Ausgaben dann wieder normalisiert haben, wie schnell dann auch wieder mit diesen Zahlungsmitteln dann wieder konsumiert wurde. Und wenn man die heutige durchschnittliche Wochensumme, die man in der Schweiz ausgibt, vergleicht mit vor Corona, liegen wir sogar auf einem höheren Niveau. Man muss hier natürlich noch berücksichtigen, dass in den ersten 10 bis 12 Wochen des Jahres ganz generell weniger Geld ausgegeben wird, also eine gewisse Saisonalität vorhanden ist. Und das kann man, und auch wenn man das berücksichtigt, liegen wir trotzdem immer noch rund 3% über dem Niveau von vor Corona. Die Frage ist natürlich auch, wie hat sich das Verhältnis Onlinehandel zum stationären Detailhandel verändert? Da möchten wir mal die Ausgaben, die nur mit den Kreditkarten getätigt wurden, noch miteinander vergleichen. Hier sieht man, die hellrote Fläche zeigt die Ausgaben mit Kreditkarten im stationären Detailhandel und dunkelrot sind dann die Ausgaben im Onlinehandel. Hier ist es natürlich auch im Lockdown eingebrochen, im stationären Detailhandel. Dann war das mal der erste Zeitpunkt in der Schweiz, wo man mit Kreditkarten im Onlinehandel kurzzeitig sogar mehr Geld ausgegeben hat als im stationären Handel. Und das hat sich aber auch dann relativ schnell wiederholt. Man sieht also, der Detailhandel hat eine relativ eindrückliche Erholung hingelegt. An was liegt das? Einerseits hat natürlich sicher dazu beigetragen, dass der Bund mit seinen Maßnahmen das Vertrauen der Konsumenten hochgehalten hat. Zweitens kam es natürlich teilweise nach dem Lockdown auch zu Kompensationskäufen, die während der Lockdown-Phase nicht gemacht werden konnten. Drittens wird auch weniger Geld im Ausland ausgegeben. Nicht nur unbedingt, weil die Schweizer Bevölkerung in diesem Jahr weniger im Ausland war, sondern eben auch, weil sie im Onlinehandel mit dem Ausland weniger Geld ausgegeben hat nach dem Lockdown. Und der vierte Punkt ist natürlich ebenfalls auf das Reiseverhalten zurückzuführen. Die Schweizer sind nicht ins Ausland gegangen, sondern eher zu Hause geblieben oder in der Schweiz verreist und haben hier ihr Geld ausgegeben. Und da sieht man auch klare Unterschiede innerhalb von der Kantone, welche Kantone davon profitieren konnten. Es sind vor allem Kantone, wo auch viel Tagestourismus attraktiv ist, insbesondere Appenzell-Innerrhoden, Glarus oder Nidwalden. Also hier sind die Ausgaben mit Bargeld oder mit den Debitkarten deutlich höher als jetzt noch vor Corona. In anderen größeren Regionen wie Waadt, Zürich war man leicht negativ. Auch im Wallis sieht man rückläufige Tendenzen. Beim Wallis ist es natürlich so, dass gerade in den ersten 10, 12 Wochen des Jahres vor Corona noch relativ viel Geld auch im Wintertourismus, im Skitourismus dann umgesetzt wurde, weshalb der Vergleich mit dem Sommer da negativ herauskommt. Also es war eine sehr eindrückliche Erholung, die der Detailhandel und auch der stationäre Detailhandel hingelegt haben nach dem Lockdown. Nichtsdestotrotz ist natürlich insbesondere jetzt in den Herbst- und Wintermonaten eine sehr herausfordernde Konstellation für den Detailhandel wieder vorhanden. Und es wird natürlich da auch eine sehr herausfordernde Zukunft.
Nichtsdestotrotz, die Zahl der Angebote der inserierten Flächen ist immer noch sehr stabil. Also man sieht es nicht unbedingt, dass das Angebot größer geworden ist bei den inserierten Flächen. Es ist sogar leicht zurückgegangen im Vergleich zum dritten Quartal 2019. Einzig in den Agglomerationsgemeinden von den Groß- und Mittelzentren, dort kam es zu einer Angebotsausdehnung. Das liegt aber eher daran, dass dort in großen Überbauungen in Erdgeschossflächen auch neue Retailflächen erstellt wurden. Aufgrund der Herausforderung ist eine Angebotsausdehnung wahrscheinlich. Was man auch sieht, ist, dass die Einkaufszentren eher wieder noch besser sich erholen konnten und dass die Innenstädte momentan etwas stärker leiden, also der Detailhandel in den Innenstädten, denn dort fehlen insbesondere auch die internationalen Touristen. Aufgrund des herausfordernden Umfelds gehen wir davon aus, dass die Mieten in diesem Segment im nächsten Jahr unter Druck bleiben. Sie dürften rund 3% sinken. Auch hier ist es sehr ähnlich wie beim Büroflächenmarkt, die Großzentren eher schwächer als in der restlichen Schweiz. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Man sieht einerseits im laufenden Jahr, dass der Run auf direkte Immobilienanlagen weiter anhält und sogar nochmal die Zahlungsbereitschaft stark gestiegen ist. Auf der anderen Seite sieht man auch ein relativ stabiles Nachfrageumfeld nach wie vor bei Büro- und Retailflächen. Aber die herausfordernden Monate, die uns jetzt bevorstehen, könnten dann doch noch hier zu einer Reduktion der Nachfrage teilweise führen. Ja, vielen Dank, Robert, für diese Einschätzungen. Ich möchte sehr gerne nochmals das Publikum auffordern, uns Fragen zu stellen. Das können Sie sehr gerne tun. Ich möchte dann auch noch die Einschätzung zu den Büromieten nochmals anschauen mit dir, was wir aus dem Publikum gesehen haben. Vielleicht können wir das auch als erstes machen, wenn ich die Regie bitten darf, mal diese Slido-Einschätzung zur Erwartung der Büromieten einzublenden. Nimmt mich schon Wunder, ob man die gleiche Einschätzung hat wie wir in unserer Erwartung. Unsere Erwartung ist doch einigermaßen robust. Wir sehen jetzt 81% der Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, sie erwarten sinkende Mieten, stabil 16%, doch noch steigende Mieten, ein ganz kleiner Anteil mit 3%. Überrascht dich dieses Resultat, Robert? Nein, das ist doch in Anbetracht der Herausforderungen, die wir jetzt in den nächsten Monaten haben werden, ist dieses Ergebnis eigentlich nicht überraschend. Also wir sehen ja auch, wir gehen ja auch davon aus, dass die Mieten eher rückläufig sein werden. Es ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wie stark wird es sein. Es dürfte auch Unterschiede geben bezüglich der Objekte. Sind das zentrale Lagen? Sind das qualitativ hochwertige Objekte? Da dürfte es natürlich auch starke Unterschiede geben. Aber grundsätzlich muss man schon davon ausgehen, dass aufgrund dieser realwirtschaftlichen Unsicherheiten die Mieten unter Druck sein dürften im nächsten Jahr. Sehr gut, danke für diese Einschätzung. Wir haben auch gesehen, die Einschätzung, respektive die bisherige Beobachtung bezüglich den Renditen, der Bandbreite der Renditen, die ist nochmals wirklich markant gesunken in diesem Jahr. Ich habe das aber richtig registriert, dort ist gestanden alle Segmente. Was kann man dazu sagen zu den Büro-Renditen oder Renditen für Büroliegenschaften und Renditen für Wohnliegenschaften? Was ist da die Erwartung auch in Zukunft? Bei unseren Beobachtungen war es so, dass eigentlich alle Segmente die Renditen, dass der Druck auf die Renditen in allen Segmenten vorhanden war. Also sowohl Büro als auch Wohnliegenschaften. Und in Bezug auf die Erwartungen ist es natürlich schwierig, das jetzt zu beurteilen. Einerseits ist es so, dass wir auch in der Vergangenheit oft schon gedacht haben, jetzt ist dann langsam der Boden der tiefen Renditen erreicht, aber sie sind dann nochmal gesunken. Von dem her sind Prognosen diesbezüglich natürlich schon schwierig. So ein substanzieller Rückgang bei den Renditen, wie wir ihn jetzt seit Mitte März nochmal gesehen haben, halte ich dann schon für eher unwahrscheinlich in Zukunft. Nichtsdestotrotz heißt es nicht zwingend, dass die Renditen nicht noch stärker unter Druck kommen könnten. Gut, danke. Ich nehme gerne eine Frage aus dem Publikum von Carlo Opromola. Was sind Ihrer Ansicht nach die Auswirkungen auf die Mobilität oder von der Mobilität bei Geschäftsliegenschaften? Werden Parkplätze notwendig werden, weil weniger Mitarbeiter mit dem Zug kommen? Was sind deine Einschätzungen? Das ist kurzfristig wahrscheinlich eher weniger. Im Zug von Covid ist natürlich der individualisierte
motorisierter Verkehr dann eher wieder gefragter als der ÖV. Von dem her sind zum jetzigen Zeitpunkt eher Parkplätze gefragt, auch wenn jetzt natürlich in den nächsten Monaten sicher viele Leute wieder im Homeoffice arbeiten werden. Der motorisierte oder der Bedarf vom motorisierten Individualverkehr stärkt natürlich die, den Bedarf an Parkplätzen. Langfristig gesehen könnte es schon so sein, dass eigentlich weniger Parkplätze gebraucht werden. Vielleicht, weil man auch nicht jedes Tag pendeln muss, sondern öfters von einem anderen Ort arbeitet, mobil arbeitet und natürlich auch dann andere Verkehrsmittel nutzt, ÖV oder auch E-Bikes, die stark im Kommen sind. Einen Parkplatz kann man sich ja gut teilen, ohne von Corona angesteckt zu werden. Von dem her danke für diese Einschätzungen auch, Robert. In diesem Sinne möchte ich das gerne auch als Überleitung zum nächsten Beitrag nutzen. Thema Homeoffice, Thema New Work, Thema mobiles Arbeiten, das sind eigentlich die Gebote der Stunde. Dazu haben wir auch im Sommer 2020 eine Umfrage bei 500 Unternehmen geführt, was ihre Einschätzungen für die Auswirkungen auf den Büromärkten diesbezüglich sind. Unsere Ines von der Ohe hat diese Umfrage geleitet und ich bin jetzt sehr gespannt, was du uns daraus berichtest und ergänzt natürlich dann mit den Einschätzungen zu den Wohnungsmärkten. Bitte, Ines. Ja, vielen Dank, Patrick. Genau genommen sind es ja sogar zwei große Umfragen, die wir zum Thema Homeoffice in diesem Sommer durchgeführt haben. Erstens haben wir nämlich die 500 Unternehmen befragt, die meisten davon in den klassischen Bürobranchen. Und zweitens haben wir rund 1000 Privatpersonen befragt. Und das ist dann der Immobarometer, die zweite Umfrage, die wir jedes Jahr zusammen mit der NZZ führen. Und bei beiden Befragungen ist rausgekommen, dass wir in Zukunft einen Anstieg im Homeoffice erwarten können. Die Unternehmen der Bürobranchen, die erwarten, dass der Homeoffice-Anteil im Arbeitspensum von 8-12% vor Corona-Niveau auf längerfristig, also das heißt in den nächsten 1-2 Jahren, auf 25-30% steigen wird. Und wenn es nach den Beschäftigten geht, dann sollte dieser Anteil im Schnitt zwischen 30-35% betragen. Ja, gerade die Beschäftigten wünschen sich mehr Homeoffice. Und das sehen wir auch anhand der folgenden Grafik, die den Homeoffice-Anteil am Arbeitspensum vor Corona hier in dunkelrot eingefärbt und den gewünschten Homeoffice-Anteil in Zukunft hier in hellrot dargestellt zeigt. Die Meinungen, die gehen dabei jedoch auseinander. Und das sehen wir hier auf der Grafik, unter anderem je nach Arbeitsplatzsituation und je nach Bürokonzept. Demnach wollen vor allen Dingen die Beschäftigten in Großraumbüros, die mit mehr als 10 Personen in einem Raum sitzen, mehr von zu Hause aus arbeiten und insbesondere da, wo es keine fixen Arbeitsplätze mehr gibt. Dagegen weniger stark ist das Bedürfnis bei Personen, die in einem Einzelbüro sitzen. Und auch hinsichtlich der Lebens- und Wohnsituation gibt es da verschiedene Präferenzen. Nehmen wir hier einmal die Single-Haushalte zu oberst in der Grafik. Bei Ihnen ist der Homeoffice-Wunsch am wenigsten stark ausgeprägt. Und einer der Hauptgründe dafür sind die fehlenden Kontakte zu Arbeitskollegen und Arbeitskollegen. Das macht den Alleinlebenden am ehesten zu schaffen. Hinzu kommt, und da kann ich jetzt sogar aus eigener Erfahrung sprechen, dass in den Ein- bis Zweizimmerwohnungen der Platz für ein Arbeitszimmer schlichtweg fehlt. Und wenn dann der Monitor den halben Küchentisch einnimmt und man ständig daran erinnert wird, was man noch alles erledigen könnte, dann fällt auch das Abschalten nach Feierabend entsprechend schwerer. Hier also der Platzmangel und die räumliche Trennung zwischen Arbeit und Freizeit als Faktor, weshalb viele Alleinlebende nicht ganz so oft von zu Hause aus arbeiten wollen. Größer ist der Wunsch hingegen bei den Paarhaushalten und bei den Familien. Die Vorteile sehen Sie ganz klar in der Zeitersparnis durch den Wegfall des Arbeitswegs, aber auch in der höheren Flexibilität und der besseren Work-Life-Balance. Und gerade Familien sagen auch, dass sie durch das gelegentliche Arbeiten von zu Hause aus eben Beruf und das Privatleben besser unter einen Hut bringen können. Ja, was passiert, wenn wir häufiger zu Hause arbeiten und dementsprechend mehr Zeit zu Hause verbringen, wie das eben gerade in den letzten Monaten der Fall war und auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder der Fall sein wird? Die Wohnung wird zentraler für unser Leben. Und das sieht man ganz deutlich daran, wenn man die Leute danach fragt, wie wichtig ihnen bestimmte Aspekte im Leben sind. Wenn wir auf die Befragungsergebnisse der letzten Jahre hier zurückblicken, dann war es den Leuten am wichtigsten, einen guten Job zu haben, der sie auch erfüllt und ein enger Kontakt zu Freunden und Familie. Das sieht jetzt mit Covid-19 und Homeoffice etwas anders aus, denn dieses Jahr hat die gute Lage der Wohnung den höchsten Stellenwert erreicht. Ebenfalls an Bedeutung gewonnen hat eine schöne Wohnungseinrichtung. Sie belegt hier zwar noch denselben Platz wie in den Vorjahren, hat aber an Bedeutung zugenommen. An Bedeutung verloren haben dagegen Aspekte wie der Job, soziale Kontakte, aber auch Kultur und Reisen. Gut, das war jetzt zuletzt
sowieso nicht so gut möglich. Sprich, Wohnqualitäten werden immer wichtiger. Was die Umfrage aber auch gezeigt hat, ist, dass die Anforderungen an die Wohnung in diesem Jahr gestiegen sind. Konkret bezüglich der Größe, der Geräumigkeit und des Ausbaustandards, aber auch hinsichtlich der Lagequalitäten, wie die Nähe zum ÖV, die Nähe zu Grünflächen und die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben uns dann gefragt, was hat das nun konkret für Implikationen auf den Wohnungsmarkt? Und auch da lassen sich heute bereits erste Entwicklungen erkennen. Schauen wir uns hierfür zunächst die Entwicklung der Anzahl der Suchabos an. Denn die sind in den vergangenen Monaten durchweg gestiegen. Die Leute sind also wieder vermehrt auf der Suche. Etwas verhaltener bei den Mietwohnungen. Hier sieht man nur einen leichten Anstieg, anders als beim Wohneigentum, denn hier hat die Zahl der Suchabos zuletzt stark zugenommen. Um hier nur eine Kennzahl zu nennen, bei den Einfamilienhäusern entfielen zuletzt auf ein Inserat 3 Suchabos und damit dürfte es den Leuten auch immer schwieriger fallen, das passende Objekt zu finden. Noch deutlicher wird das, wenn wir uns anschauen, wo es derzeit überhaupt noch Häuser im günstigen Preissegment zu kaufen gibt. Dann sehen wir nämlich, dass man mittlerweile in vielen Regionen im günstigen Segment kaum noch was finden kann. Hier auf der Karte dargestellt ist der Anteil der inserierten Einfamilienhäuser zum Preis von maximal 1 Million Franken. Und stark beschränkt ist das Angebot für erschwingliche Objekte vor allen Dingen in der Nähe der hochpreisigen Zentren, am Genfersee und in der Innerschweiz, wie wir hier in hellrot dargestellt sehen. Und ganz eng sieht es dann aus in der Region Zürich, in dunkelrot dargestellt, sowie in vielen Tourismusregionen. Denn hier ist das Angebot generell bereits schwindend klein mit weniger als 50 Inseraten über alle Preisklassen hinweg. Ja, Preiswachstum im Wohneigentum ist jetzt per se nichts Neues. Insbesondere für die Einfamilienhäuser hatten sich die Preise ja bereits vor Corona auch stärker entwickelt. Und dieser Trend, der hat sich jetzt nochmals akzentuiert, denn der Kauf einer Wohnimmobilie wird nun noch mehr forciert. Und daher haben sich auch die Kaufpreise zuletzt nochmal nach oben entwickelt. Und um das zu verdeutlichen, habe ich heute die neuesten Zahlen zur Entwicklung der Transaktionspreise im dritten Quartal mitgebracht. Ja, im Segment für Einfamilienhäuser haben wir innerhalb der letzten 12 Monate ein Plus von 5,1% zu verzeichnen. Das ist der stärkste Jahresanstieg seit 2012. Bei den Eigentumswohnungen ist es ein Plus von 3,1%, hier der stärkste Jahresanstieg seit 2018. Warum ist das so? Warum steigen die Preise trotz dieser unsicheren Zeiten? Das liegt einerseits am Tiefzinsumfeld und der langfristigen Zinsperspektive, wie uns Robert Weinert gerade eben schon erzählt hat. Die Finanzierungsbedingungen, die sind auf absehbare Zeit ansprechend und damit ist Kaufen vielerorts auch noch wieder günstiger als Mieten. Zweitens liegt das daran, dass die Bedeutung von Wohnqualität im Zuge von Covid-19, Lockdown und Homeoffice gestiegen ist und diese ist beim Wohneigentum, gerade beim Einfamilienhaus, im Regelfall höher als in einer Mietwohnung. Denn Wohneigentum bietet im Schnitt mehr Geräumigkeit und auch Entfaltungsmöglichkeiten. Und Einfamilienhäuser haben auch meist einen Garten, sprich einen privaten Raum im Freien, private Außenräume. Ein Faktor, der sicherlich gerade in diesem Jahr sehr geschätzt wurde. Ein dritter Grund für das Preiswachstum ist, dass die Nachfrage hoch ist. Gebaut wird auf der anderen Seite jedoch nur sehr wenig. Und das sehen wir am eindrücklichsten anhand der Zahl der Baubewilligungen auf der folgenden Grafik. Hier im Stockwerkeigentum hat die Zahl der bewilligten Objekte im zweiten Quartal den tiefsten Wert der letzten 10 Jahre erreicht. Und im Einfamilienhaussegment ist die Zahl der bewilligten Objekte in den vergangenen 12 Monaten um 9% zurückgegangen. Und dieser Rückgang ist noch bedeutender, wenn man bedenkt, dass Einfamilienhäuser immer häufiger auch in Form von Ersatzneubauprojekten entstehen. Das heißt, dass erst ein Objekt abgerissen wird, bevor ein neues entsteht. Und das war in diesem Jahr bei mindestens 50% der bewilligten Häuser der Fall, womit der Nettozugang entsprechend noch geringer ist, als die Zahl der Baubewilligungen hier suggeriert. Ja, die Quintessenz aus dem Ganzen, das Angebot wird auch bis auf Weiteres tief bleiben. Und dieses tiefe Angebot, das führt dann dazu, dass wir auch für das nächste Jahr mit einem Anstieg der Angebotspreise von 1,5% rechnen. Dieser Anstieg, der verteilt sich über die Schweiz recht homogen. Am stärksten ist er aber in der Westschweiz, weil dort die Preise vielerorts noch auf tiefem Niveau sind, insbesondere im Vergleich zum Genfersee. Anders im Tessin, hier ist das Angebot mittlerweile so groß, dass wir auch von leicht sinkenden Preisen sprechen. Ja, vielleicht verwundert ist sie jetzt sogar ein bisschen, dass wir so verhalten sind mit unserer Prognose. Wir gehen aber davon aus, dass realwirtschaftliche Schwierigkeiten wie rückläufige Beschäftigung und Lohneinbußen jetzt auch auf die Nachfrage drücken werden. Von daher, ja, die Preise werden steigen, aber wegen dieser Unsicherheiten eben weniger stark als zuletzt.
Das Stockwerkeigentum dürfte sich im nächsten Jahr stabil entwickeln. Hier gehen wir von schweizweit von einem Plus von 0,3% aus. Hier also ein leichter Anstieg zu erwarten im Tessin. Und auch in der Westschweiz rechnen wir dagegen aufgrund der hohen Liquidität des Marktes wiederum mit sinkenden Preisen. Doch nicht nur die Privathaushalte wollen kaufen. Auch die Investoren führt das Tiefzinsumfeld dazu, dass sie nach wie vor in Renditeliegenschaften interessiert sind. Und zwar vor allen Dingen an Mietwohnungen. Und das führt dazu, dass der Wohnungsüberfluss hier weiterhin hoch ist. Und das sehen wir hier auf der folgenden Grafik anhand der blauen Säulen, die zeigen, in welchen Jahren zu viele Wohnungen auf dem Markt waren. Wenn man bedenkt, wie viel jetzt gebaut wurde und immer noch gebaut wird, dann könnte natürlich die Frage entstehen, warum dann nicht noch mehr Wohnungen leer stehen. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Der erste Grund ist, dass der Wanderungssaldo zugenommen hat. Es sind zwar Covid-bedingt weniger Menschen in die Schweiz gekommen, aber es haben auch noch weniger Menschen das Land verlassen. Ein zweiter Grund ist der Anstieg von Ersatzneubauprojekten, die ich eben schon angesprochen hatte. Und ein dritter Grund ist, dass die Bildung von Single-Haushalten in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Und das hat den Wohnraumverbrauch pro Person erhöht und den Anstieg der Leerstandszahlen etwas abgeschwächt. Ja, die Kantone mit dem größten Wohnungsangebot, das sind derzeit der Kanton Aargau, Tessin, Bern und Wallis. Und die einzigen vier Kantone, in denen zurzeit ein Wohnungsmangel herrscht, das sind Zürich, Genf, Zug und Obwalden. Ja, und damit wird auch der Druck auf die Mieten insgesamt weiter anhalten. Wir rechnen daher mit einem Rückgang der Angebotsmieten von 1,2%. Einzig im Raum Zürich dürfen sich die Mieten im kommenden Jahr noch stabil entwickeln. Damit gebe ich gerne weiter an Patrick. Ja, herzlichen Dank, Ines, für diese spannenden und fundierten Ausführungen. An dieser Stelle eine erste Frage. Ich hoffe, du kannst sie beantworten zur Prognose überhaupt. Wie kommen diese denn zustande, wenn wir diese Prognosen immer präsentieren? Was steht dahinter? Ja. Natürlich kann ich die Frage beantworten. Also einerseits basieren unsere Prognosen auf dem ARIMA-Fortschreibemodell. Andererseits gucken wir uns aber auch die einzelnen Regionen dann nochmal ganz genau im Detail an. Also vor allen Dingen hinsichtlich Angebot und Nachfrage, sprich die Bautätigkeit. Wie groß ist das zusätzliche Angebot, das da auf den Markt kommt? Und was haben wir da an Wohnungen zu erwarten? Und natürlich die Nachfragedynamik auch hinsichtlich der Bevölkerung, der Beschäftigung. Und Leerstand und Preise sind natürlich auch noch zwei Komponenten, die noch da hinzukommen. Gut, vielen Dank. Wir haben gesehen, auf dieser Prognosekarte ist wirklich die Region Zürich, der Wirtschaftsraum ist herausgestochen. Dort sind wir am wenigsten negativ. Wir rechnen praktisch mit stagnierenden Mieten. In vielen anderen Regionen gehen die Mieten zurück. Wieso ist das so? Ja, Zürich profitiert natürlich von seiner Funktion als Wirtschaftsstandort. Wir haben hier sehr viele Jobs, konzentrieren sich heute hier dort in den Dienstleistungsbranchen. Und die sind ja auch bisher eher weniger betroffen von der Corona-Pandemie, also zumindest weniger negativ. Zudem ist in Zürich natürlich die Nachfrage im Vergleich zum Angebot sehr stark. Aber dieser Faktor, der trifft auch nicht nur auf Zürich zu, sondern auch auf viele andere Großstädte in der Schweiz, wie zum Beispiel auch auf Basel oder Lausanne, die auch jetzt eine relativ konstante Leerstandszahlen in der neuesten Leerstandserhebung vom BFS zeigen. Und das zeigt mal wieder einmal mehr, dass eine gute Lage weiterhin eine zentrale Anforderung ist. Gut, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde gerne an dieser Stelle die Umfrageergebnisse noch zusammen anschauen, nämlich zur Mieterwartung. Regie, vielleicht können wir diese Abbildung haben. Was ist die Erwartung von Ihnen zu Hause oder im Büro, die hier eine Einschätzung gemacht haben zu der Entwicklung der Mieten im nächsten Jahr? 46% geben an, dass es stabil ist. Ein Anteil von 42% gibt an, dass es sinkend ist und ein Anteil von 11% glaubt sogar an steigende Mieten. Ines, überrascht dich diese Einschätzung, dass da doch recht viel Stabilität eigentlich im Markt erwartet wird? Es geht. Also wir haben ja eigentlich grundsätzlich eine gute Ausgangslage. Ne? Also die Schweiz steht ja, auch wie du gerade eben gesagt hast, im internationalen Vergleich relativ gut da. Wir haben immer noch eine gute Binnennachfrage. Der Staat hat hier viele Haushalte auch in der Pandemie recht gut abgefangen. Und auch hinsichtlich Zuwanderung und Abwanderung haben wir hier positive Impulse. Was ist noch positiv zu verzeichnen? Die Neubautätigkeit, die ist jetzt immer noch stark, aber hat sich zuletzt etwas verlangsamt. Und viele Neubauten sind eben auch gerade in Form von Ersatzneubauprojekten entstanden. Daher muss man auch gar nicht so negativ sein.
Aber was man auch natürlich nicht vernachlässigen darf, ist, dass der Markt deutlich überversorgt ist. Und hier, das sieht man auch wiederum daran, dass die Leerstandszahlen sich zuletzt wieder etwas nach oben entwickelt haben. Gut, vielen Dank. Bemerkenswert ist auch noch zu diesen Leerstandszahlen, dass sie sich ja gerade im Neubau jetzt eigentlich abgenommen haben, obwohl die Leerstände insgesamt eigentlich fast ausschließlich im Mietwohnungsmarkt gestiegen sind. Es sind, wie schon seit einiger Zeit, vor allem die Altbauten, die betroffen sind von Leerständen und weniger die Neubauten, die werden häufig schon gut eigentlich auch absorbiert. Das ist so. Also kann man eigentlich sagen, dass der Neubau hier den Altbau weiterhin zunehmend konkurrenziert. Mhm. Gut, vielen Dank für deine Einschätzung, Ines. Dankeschön. Ich möchte gerne auch noch jetzt Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, das Wort geben im Sinne unserer Fragefunktion, die wir im Browser zur Verfügung stellen. Bitte stellen Sie uns Fragen, die ich gerne dann aufnehmen möchte. Damit würde ich gerne zum dritten Programmpunkt jetzt überleiten, das hochaktuelle Thema der CO2-Reduktion wird thematisiert werden von Jörg Schläpfer, unserem Leiter Makroökonomie. Herzlich willkommen, Jörg. Nun, diese CO2-Geschichte hat sich in den letzten Monaten im Nationalen Ständerat nach dreijähriger Verhandlung konkretisiert in einem Beschluss, das Gesetz anzunehmen. Und das, ob wir es gut finden oder nicht, wird es viele von uns betreffen, sei das als Immobilieninvestor, sei das aber auch Nutzer über die geplanten CO2-Abgaben. Da wird es interessant sein, zu hören, was passiert, was ist zu erwarten im Wohnimmobilienmarkt Schweiz. Ich möchte aber auch hier gerne nochmals eine Slido-Umfrage starten und Sie herzlich auffordern unter slido.com/Hashtag Immo, Ihre Gedanken, was Ihnen in den Sinn kommt, was Sie assoziieren mit dem neuen CO2-Gesetz, hier aufzuschreiben. Sie haben Zeit, Sie können laufend eigentlich hier Ihre Gedanken notieren. Und dann bin ich jetzt gespannt, Jörg, was du dazu sagst. Wir werden diese Gedanken am Schluss in der Diskussion nach deinem Beitrag wieder aufnehmen. Mhm. Bitte. Danke vielmals, Patrick. Was sicher einmal der Fall sein wird, ist, dass bei diesem CO2-Gesetz sich der grüne Anstrich vom neu zusammengesetzten Nationalrat so richtig manifestiert. Demnach müssen Neubauten schon bald mehr oder weniger klimaneutral sein. Und auch wenn in einer Altbauwohnung die Heizung ersetzt wird, dann kann sie nur noch unter strengen Auflagen wiederum mit einer Öl- oder Erdgasheizung ersetzt werden. Konkret wird der Eigentümer nachweisen müssen, dass seine Liegenschaft nur noch 20 Kilogramm CO2 pro Jahr und Quadratmeter Energiebezugsfläche ausstößt. Das ist eine hohe Hürde. Es reicht also nicht einfach, sein Fenster dreifach zu verglasen. Vielmehr muss man auch noch die Kellerdecke und den Dachboden dämmen. Und damit sind eben auch dann Investitionskosten verbunden, so wie das jetzt auf der Wortwolke eigentlich am größten angesehen wird. Und jetzt mittlerweile ist es das Stichwort Nachhaltigkeit. Denn es ist zwar schon so, wir müssen zuerst noch schauen, ob dieses CO2-Gesetz so überhaupt durchkommt. Denn es kann sein, dass es zu einer Referendumsabstimmung kommen wird mit noch offenem Ausgang. Aber wir sind der Überzeugung, dass die großen Leitlinien aus dem CO2-Gesetz so oder so in Bälde für den Gebäudepark gelten werden. Das heißt, die Nachhaltigkeit im Gebäudepark, die wird noch weiter erhöht, denn dieses CO2-Gesetz und die Leitlinien darin, die werden Wirkung zeigen. Konkret sehen wir das dann beispielsweise, wenn man den Anteil der fossilen Wärmeerzeuger anschaut. Es wird schon bald so sein, dass nur noch eine Minderheit der Mehrfamilienhäuser auch mit einer Öl- oder Gasheizung beheizt werden. Aktuell ist der Marktanteil der fossilen Wärmeerzeuger bei den Wohngebäuden noch 60%. Das CO2-Gesetz, das ist strenger als die Regelungen in den Kantonen. Und die Kantone sind verantwortlich für die Umsetzung der Energiemaßnahmen im Gebäudebereich. Und sie harmonisieren ihre Bestrebungen über die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich. Diese sogenannten MUKEN wurden das letzte Mal im Jahr 2014 neu aufgegleist. Mittlerweile gelten die MUKEN 2014 in 11 Kantonen. Und in 12 weiteren Kantonen sind sie in Erarbeitung. In 3 Kantonen aber, in Bern, Solothurn und jüngst auch im Kanton Aargau, hat die Stimmbevölkerung die MUKEN 2014 abgelehnt.
Entsprechend unterschiedlich ist also die Ausgangslage bei der Regulierung. Und Unterschiede gibt es auch beim energetischen Zustand des Gebäudeparks nach Kanton. Schauen wir uns dazu einmal den Anteil der fossilen Wärmeerzeuger in den Wohngebäuden an. Sowohl bei den Neubauten wie auch im Gesamtbestand hat der tiefste Anteil der fossilen Wärmeerzeuger der Kanton Obwalden. Nun, das ist eigentlich keine Überraschung, weil im Kanton Obwalden wurde gar nie ein Gasnetz gebaut. Den höchsten Anteil an fossilen Wärmeerzeugern, den finden wir im Kanton Genf mit über 90%. Es scheint also so, dass das enge ökonomische Korsett für Neu- und Umbauvorschriften dazu führt, dass eben nicht flächendeckend in erneuerbare Wärmeerzeuger investiert wird. Auch hoch ist der Anteil fossilen Wärmeerzeugern in den Kantonen Waadt und Neuenburg. Und das mag ein bisschen überraschen, denn es sind mutmaßlich diejenigen beiden Kantonen, in denen in den letzten 15 Jahren am meisten Mehrfamilienhäuser saniert worden sind. Daraus lässt sich eben schließen, dass in der Vergangenheit viele Sanierungen vorgenommen worden sind, ohne dass eine Abkehr von einem fossilen Wärmeerzeuger erfolgt ist. Und das wird sich mit dem CO2-Gesetz dann ändern. Allgemein kann man sagen, dass die Sanierungstätigkeit, das ist eine große Unbekannte im Statistischen Atlas der Schweiz. Und so haben wir für jede Mietwohnung der Schweiz modelliert, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie jüngst saniert worden ist. Wir sehen hier einen Ausschnitt vom Genfersee, respektive dann genauer von der Stadt Montreux. Und diejenigen Gebäude, die heller eingefärbt sind, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie jüngst einer Totalsanierung unterzogen worden sind. Und wenn man dann auf Stufe der einzelnen Gebäude schaut, dann ist es so, dass schlussendlich die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes die wichtigste Bestimmungsgröße ist. Wenn man dann aber alle Punkte über die Schweiz hinweg aggregiert und nach Gemeindentypen aufteilt, dann zeigen sich klare Muster. So ist es in den Städten der Fall, dass dort jüngst am meisten Sanierungen vorgenommen worden ist. Und damit gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Sanierungsintensität hier in Blau und den Angebotsmieten hier in Rot. Und dieser klare Zusammenhang, der verdeutlicht eben die Wichtigkeit der Wirtschaftlichkeit für energetische Sanierungen. Ja, und ob sich dann eine energetische Sanierung im Einzelfall lohnt, ist auch stark von den Heizkosten abhängig. Wer heute in einer Altbauwohnung mit 100 Quadratmeter Energiebezugsfläche wohnt, die mit Öl geheizt wird, der bezahlt heute rund 480 Franken an CO2-Abgabe mit dem neuen CO2-Gesetz und kann dann in einigen Jahren diese CO2-Abgabe auf 1050 Franken ansteigen. Wenn also nun die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird, dann muss der Mieter diese CO2-Abgabe von 1050 Franken später einmal pro Jahr nicht mehr bezahlen. Dafür wird er eine höhere Nettomiete begleichen müssen, denn schließlich wird ein Teil der Investitionskosten auf den Mieter überwälzt werden. Diese Überwälzung der Investitionskosten reicht aber aus Sicht des Eigentümers noch nicht aus, damit die energetische Sanierung wirtschaftlich ist. Aber an dieser Stelle gibt es eben noch einen zweiten Aspekt zu beachten, der oftmals vergessen geht. Und hier geht es eben darum, wenn nach ein paar Jahren ein neuer Mieter in die Wohnung einzieht. Weil zu diesem Zeitpunkt kann die Miete ja relativ frei festgelegt werden. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann der Eigentümer die eingesparte CO2-Abgabe auf den Mieter und respektive die Nettomiete überwälzen kann. Denn man kann sich das aus Sicht des Mieters vorstellen. Er hat eigentlich die gleichen Wohnkosten, unabhängig davon, ob er jetzt zum Beispiel 19.000 Nettomiete und 1.000 Franken CO2-Abgabe bezahlt oder ob er einfach keine CO2-Abgabe bezahlen muss und dafür 20.000 Franken Nettomiete pro Jahr bezahlen kann. Aus Sicht des Eigentümers spielt das aber eine Rolle und so sind es eben diese sanierungsbedingten Zusatzerträge, welche man einnehmen kann bei der natürlichen Mieterfluktuation, welche dann im Laufe der Zeit eine solche Sanierung rentabilisieren lassen. Neben den Sanierungen spielen aber auch die Neubauten eine Rolle. Denn wir haben es von Ines von der Rohe gehört. Mittlerweile ist es so, dass wenn man alle Wohnungen betrachtet, über die letzten Jahre ist es so, dass jede dritte Wohnung dort entsteht, wo eine zuvor ältere Wohnung abgerissen worden ist. Und
Neubauwohnungen haben ja tiefere CO2-Emissionen als Altbauwohnungen. Schauen wir uns das zum Schluss noch an einem konkreten Zahlenbeispiel für ein Mehrfamilienhaus in der Agglomeration an, das in den 1970er Jahren gebaut worden ist. In Rot sehen Sie die CO2-Emissionen von einem unsanierten Altbau. Wenn nun die Gasheizung beispielsweise durch eine Wärmepumpe ersetzt wird und die Liegenschaft gedämmt wird, dann kommen wir zum blauen Balken mit den tieferen Emissionen. In Grün sehen Sie dann nochmals dieselben Emissionen von einem Neubau. Nun, was jetzt man noch vergleichen kann, ist, dass wir einmal annehmen, diese Emissionen, die fallen so während 100 Jahren an im laufenden Betrieb. Und jetzt vergleichen wir das mit der grauen Energie, die einmalig anfällt, wenn der Neubau entsteht. Und wir sehen, dass wenn heute ein Wohnhaus gebaut wird, dann stößt es in den nächsten 100 Jahren weniger CO2 aus im Betrieb, als dass graue Energie entsteht bei der Erstellung. Was heißt das nun? Heute und in naher Zukunft geht es darum, möglichst von vielen roten Balken zu den blauen Balken zu kommen. Das heißt, dass eben Öl- und Gasheizungen ersetzt werden. Je mehr das der Fall ist, umso mehr kommt dann auch die graue Energie in den Vordergrund. Und das bedeutet dann eben, dass man auf die Wahl der verbauten Materialien Acht geben wird. Beispielsweise Holz ist klimaschonend, einfach aus dem Grund, weil es CO2 bindet. Oder es gilt auch für Materialien, die bereits schon mal woanders verbaut worden sind, dass die auch klimaschonend sind. Und so wage ich zum Schluss die These, dass in der Bau- und Immobilienwirtschaft die Kreislaufwirtschaft in einigen Jahren noch stark an Bedeutung gewinnen wird. Ja, herzlichen Dank, Jörg. Vieles von diesen Einschätzungen klingt doch recht positiv. Da stellt sich die Frage, erreicht der Schweizer Gebäudepark die Klimaziele, nämlich eine Halbierung der Emissionen, der CO2-Emissionen bis ins Jahr 19 der CO2-Emissionen aus dem Jahr 1990 bis 2030. Mhm. Das sind nur noch 9 Jahre. Was kann man dazu sagen? Also Stand heute ist der Gebäudepark eigentlich auf dem Weg zur Erreichung dieser Klimaziele, denn jedes Mal, wenn eine Öl- und eine Erdgasheizung ersetzt wird, dann senken sich die CO2-Emissionen aus dem laufenden Betrieb und der Gebäudepark schafft das derzeit mit rund 2% pro Jahr. Nun wird es dann aber irgendwann mal so sein, dass der letzte Rückgang dann immer schwieriger sein wird, aber für den Moment sind wir ganz klar auf dem Weg zur Erreichung der Klimaziele im Gebäudepark. Ein positives Votum von deiner Seite also, Jörg. An dieser Stelle würde ich gerne die Regie bitten, dass wir einmal Ihre Gedanken zum CO2-Gesetz uns nochmals gemeinsam anschauen. Es sind sehr viele Themen gekommen. Am Anfang ist das Kostenthema absolut im Zentrum gestanden. Jetzt sehe ich, dass hier Nachhaltigkeit als ganz großes, wichtiger Begriff der Gegenwart eigentlich im Zentrum steht. Nichtsdestotrotz, ich möchte auf das Kostenthema noch zu sprechen kommen. Ist das überhaupt tragbar, diese ganze CO2-Gesetz- und Reduktionsthematik? Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich schlussendlich das, was man in der Wortwolke sieht. Auf der einen Seite steht Nachhaltigkeit, es steht überfällig, es steht notwendig, aber steht eben auch die Kostenseite. Und einerseits wird viel investiert werden müssen, insbesondere in die Gebäudetechnik. Und andererseits, ich habe es eben erwähnt, wird auch die CO2-Abgabe voraussichtlich in den kommenden Jahren nochmals erhöht werden. Und das ist eine Lenkungsabgabe und da gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Gewinner sind diejenigen, die jetzt fossil heizen, die müssen dann mehr Lenkungsabgabe bezahlen und andere werden dann davon profitieren, dass dieses Geld wieder rückverteilt wird. Sehr gut, danke für diese Einschätzung, Jörg. Eine Frage habe ich noch. Wir hören von vielen Investoren, dass es interessant wäre, eben in dieses Nachhaltigkeitsthema zu investieren. Gibt es denn heute schon die Möglichkeit, investorenseitig in ein Netto-Null-Immobiliengefäß zu investieren in der Schweiz? Also meines Erachtens wissens gibt es das noch nicht jetzt Stand heute. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es das dann mal in einigen Jahren geben wird, weil technisch ist es möglich, klimaneutrale Gebäude zu erstellen. Und wir haben es auch vorhin gehört, der Anlagedruck, der ist groß und das Thema, das wird breit diskutiert. Und in dem Sinne könnte ich mir gut vorstellen, dass, wenn ein solches Gefäß kommt, dass es auch auf Anklang bei den Investoren stößt. Ja, herzlichen Dank, Jörg. Wir könnten noch lange diskutieren über dieses Thema. Es wird uns auch noch begleiten in den nächsten Jahren und wir werden da sicher nah dran bleiben. Nun möchte ich gerne zum vierten Programmpunkt
kommen und an dieser Stelle dann das Wort an Andreas Bleisch übergeben. Mein Partnerkollege Andreas Bleisch ist Verwaltungsratpräsident bei der Würstpartner AG und er hat die Freude, den Förderpreis, den Würstpartner Förderpreis 2020 zu übergeben. Darüber hinaus wird er uns auch noch zur Unternehmensentwicklung von Würstpartner einiges berichten können. Andreas, ich versuche die Live-Schaltung zu dir in die alte Börse in Zürich und schaue mir, ob das funktioniert. Es wäre schön, wenn wir von dir hier eigentlich diesen Förderpreis begeben sehen könnten. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier aus der alten Börse, aus unserem Hauptsitz. Es ist sehr ruhig hier. Unsere Mitarbeitenden sind zum Hauptteil bereits wieder im Homeoffice. Ich fühle mich fast ein bisschen allein hier, es ist ein bisschen spooky. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch ohne große Audienz heute den Würstpartner Förderpreis 2020 zu vergeben. Sie kennen die Geschichte dieses Förderpreises. Er wurde anlässlich unseres 25 Jahre Jubiläums der Unternehmung wurde er ins Leben gerufen. Wir vergeben heute, wie gesagt, bereits zum 10. Mal. Der Preis, der prämiert jeweils eine herausragende wissenschaftliche Arbeit mit der Thematik Schweizer Immobilien und Baumarkt. Der Eingabeschluss war in diesem Jahr übrigens im April dieses Jahres. Also wir haben noch keine Arbeiten, die sich mit der Corona-Thematik beschäftigt hätten. Es sind aber viele andere Megatrends, die wir ja vor Corona eben auch schon kannten, sind intensiv bearbeitet worden. Wir hatten in diesem Jahr sehr viele Arbeiten zu beurteilen, so viele wie noch nie. Und ich denke, es war für die Jury sehr spannend, wieder ein Stück weit hier mitzukriegen, wenn sie das nicht ohnehin schon weiß, was aktuell so die Themen sind, die eben die Immobilien-Community beschäftigen. Nun, der Preis ist mit 15.000 Franken dotiert und ich nutze die Chance, hier auch gleich noch meinen Jurykollegen ganz herzlich zu danken. Es ist das Professor Pascal Gantenbein von der Universität Basel und der Dr. Daniel Brüllmann von den UBS Funds. Wie gesagt, wir haben intensiv diskutiert. Die Auswahl ist uns in diesem Jahr wirklich nicht leicht gefallen. Aber letztendlich haben wir den Gewinner auserkoren. Und es ist ein bisschen wie der rote Faden auch in unserer heutigen Präsentation. Es geht auch hier um Nachhaltigkeit. Es geht um CO2. Und in diesem Sinne darf ich ankündigen, der Würstpartner Förderpreis 2020 geht an Michael Mettler für seine Arbeit, die er im Rahmen des QREMS geschrieben hat, das neue Energiegesetz des Kantons Basel-Stadt, Wirkung auf Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Wohnbauten. Herr Mettler ist bei uns heute. Ich darf ihn zu einem kurzen Interview begrüßen mit gehörigem Corona-Abstand. Die Jury würdigt ihre Arbeit wie folgt. Die Arbeit untersucht die Wirkung des Basel-Städtischen Energiegesetzes auf den CO2-Ausstoß und den Energieverbrauch anhand von Daten über sämtliche Wohnbauten aus dem Kantonsgebiet. Sie legt dar, welchen spezifischen Beitrag Effizienzsteigerungsmaßnahmen sowie der Ersatz von Wärmeerzeugern zur CO2-Reduktion leisten. Anhand eines wissenschaftlich sauber modellierten Modells zeigt die Arbeit in überzeugender Weise, dass die vom Gesetzgeber gesteckte Ziel, nämlich die CO2-Emissionen bis 2050 auf eine Tonne pro Kopf zu reduzieren, erreichen kann und vor allem, welche zentrale Rolle hier der Heizungsersatz spielt. Ich darf Ihnen gerne das Prädikat hier übergeben. Herzliche Gratulation, leider ohne Applaus hier, aber wir haben vielleicht ein bisschen virtuellen Applaus und ich würde gerne ein paar Worte mit Ihnen wechseln zu Ihrer Arbeit. Wie sind Sie als Architekt hier herzlichen Dank überhaupt zu dieser Fragestellung gekommen? Ich wollte ein Thema bearbeiten, welches gesellschaftlich relevant ist und ich wollte eine Arbeit schreiben, die auch eine Wirkung erzielen kann. Als Architekt, aber auch als Familienvater interessiert mich die Frage, wie wir den Schweizer Immobilienpark auf Kurs bringen, das heißt Richtung Netto Null gestalten können. Und mit einem einfachen Telefon hatte ich eine Aufgabe. Also ich habe den Bundesamt für Energie angerufen und gefragt, was brennt euch unter den Nägeln? Und die haben mir gesagt, es wäre sehr spannend, das wegweisende neue Basler Energiegesetz mit einer Wirkungsanalyse zu untersuchen.
Gut, und jetzt können Sie vielleicht noch erläutern, was ist dann so speziell an diesem baselstädtischen Energiegesetz? Also im Unterschied zu den übrigen Kantonen, also die kantonalen Energiedirektoren schlagen mit der MUKEN, mit der Mustervorschrift vor, dass beim Heizungsersatz Hauseigentümer mindestens 10% der Energie mit erneuerbaren Energien ersetzen. Und Basel geht viel weiter. Sie sagen, wir wollen 100%. Also wenn eine Öl- oder Gasheizung aussteigt, dann wird gefordert, dass man 100% erneuerbare Energien verwendet, soweit dies technisch möglich ist und wirtschaftlich keine Nachteile bringt. Und den Nachteil gleichen Sie mit einer ziemlich kulanten Subvention aus, muss man sagen, vorläufig noch. Und das hat einfach einen sehr, sehr großen Impact. Also ich glaube, man kann sagen, der Kanton Basel-Stadt hat hier ein Stück weit ein Benchmark gesetzt mit diesem Gesetz. Ich denke, was uns als Jury auch begeistert hat, ist, was Sie für einen unglaublich großen Datensatz bearbeitet haben. Vielleicht können Sie erklären, wie Sie hier vorgegangen sind in dieser Analyse. Ich habe mich in Verbindung gesetzt mit dem Statistischen Amt und dem Amt für Umwelt und Energie. Und die haben mir dann sehr interessiert an diesen Ergebnissen. Und haben wir zuerst mal eben diese 25.000 Datensätze von allen Liegenschaften gegeben. Keine Hoffnung, ich möchte keine Hoffnung wecken, sie sind gelöscht inzwischen. Also mit Flächenverbräuchen, Flächen von diesen Gebäuden, Energieverbräuchen, Anzahl Personen, Sanierungsmaßnahmen über die letzten 20 Jahre, also ein sehr guter Fundus an Daten. Und darum, herum um diese Daten habe ich zwei Systeme modelliert. Eines war so ein Vergleich bisher unmittelbar bis im ersten Folgejahr nach dem Gesetz. Und dann eine Modellierung über die nächsten 40 Jahre, wenn man den absenkt mit Python, also eine Big Data Geschichte. Eine Big Data Geschichte. Sie haben uns auch die Ergebnisse noch mitgebracht. Ich glaube, wir sehen sie nun eingeblendet. Vielleicht können Sie noch erläutern, was bei Ihnen als Haupterkenntnis aus dieser Analyse entstanden ist. Also erstmal die kantonalen Energieziele, aber auch die nationalen Energieverpflichtungen, Klimaverpflichtungen können nicht erreicht werden, wenn wir nicht Öl- und Gasheizungen einfach nicht mehr ersetzen mit fossilen Energieträgern. So kommen wir nicht ans Ziel. Das ist ganz klar herausgekommen. Mit den Maßnahmen können wir nur noch etwa ein Drittel ausreizen von dem, was wir ausreizen können mit erneuerbaren Energien. Und das leuchtet eigentlich auch aus, dass der Absenkpfad ist wesentlich schneller. Die Heizungen werden im Schnitt innerhalb von 20, 25 Jahren ersetzt. Aber wir haben eine Sanierungsrate von nur 0,8-1%. Das ist eine viel, viel langsamere Bewegung und irgendwann ist es ausgereizt. Und wir haben sehr viele Altbauten. Da können wir nicht, in der Stadt Basel, können wir nicht 15 Zentimeter Styropor auf die Fassade. Okay, und daneben war auch noch die Frage Effizienzmaßnahmen versus Heizungsersatz. Und da ist Ihr Verdikt aus den Daten ist ganz klar. Was sagen Sie vielleicht auch noch zu den Effizienzmaßnahmen? Wie steigen die ab? Da können wir noch eben diese 25%, die Sie in der Grafik sehen, herausholen. Aber irgendwann sind wir auf einem Level, wo wir nicht mehr drunter kommen. Außer mit Neubau. Gut, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier auch Rede und Antwort gestanden sind zu Ihrer Arbeit. Ganz herzliche Gratulation nochmals von unserer Seite. Und ich denke, Sie und wir auch hoffen, dass Ihre Arbeit vielleicht auch Spuren hinterlässt, dass sich eben auch andere Kantone ein Stück weit an diesem weitgehenden Gesetz in Basel orientieren und da die Weichen für die Zukunft entsprechend dann richtig stellen. Besten Dank. Nun, ich habe einleitend gesagt, wir haben diesen Preis heute zum 10. Mal vergeben. Es ist auch das letzte Mal, mindestens das letzte Mal in dieser Form. Wir haben uns überlegt, dass wir einen Förderpreis 2.0, wenn man so will, aufsetzen möchte. Er wird in diesem Sinne abgelöst durch die WUST Partner Research Funding. In Zukunft wollen wir noch etwas gezielter wissenschaftliche Arbeiten, wissenschaftliche Projekte im Bereich der Immobilienwirtschaft unterstützen und hier Wissenschaft und Praxis näher zusammenbringen. Wir wollen das nicht nur finanziell tun, sondern wir möchten das eben auch über die Expertise unserer Unternehmung, unserer Spezialisten und auch über unsere Datensätze einbringen.
Und wir haben bereits eine erste Kooperation in diesem Zusammenhang für 2021 aufgesetzt. Es gibt eine Kooperation mit dem Institut von Professor Thalmann an der EPFL Lausanne. Das wird starten, das werden wir kofinanzieren und auch unsere Daten einbringen. Wenn Sie interessiert sind, was diese Wüste Partner Research Funding umfassen soll, und wir werden auch in den kommenden Jahren dann entsprechende Projekte finanzieren, dann werden Sie in Bälde auf unserer Homepage oder auch im Newsletter entsprechende Informationen finden. Gut, soviel zum Förderpreis. Wir kommen zu der zum Themenblock in eigener Sache. Und bevor wir hier starten, möchten wir noch etwas in Lautstärke investieren. Und zwar möchten wir Ihnen einen kurzen Trailer zeigen über unsere aktuelle Produktewelt oder über einige unserer Produkte, die sich in der Zwischenzeit sehr gut am Markt etabliert haben, die wir in der Zwischenzeit nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch in Deutschland vertreiben können. Und Sie sehen dann auch gewisse Neuerungen. Also in diesem Sinne eine kleine Werbepause. Bitte nicht wegzappen, wir sind gleich zurück. Ja, wir haben Ihnen letztes Jahr an unserem Monitoring-Anlass versprochen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir weitere Standorte eröffnen wollen, dass wir auch weitere Dienstleistungen anbieten möchten und unsere Dienstleistungen weiter ausbauen möchten. Vielleicht mögen Sie sich erinnern, wir haben insbesondere gesagt, und auch das passt jetzt wieder zum roten Faden, das Nachhaltigkeitsthema, Nachhaltigkeit und Immobilien für uns eine sehr wichtige Sache ist. Und vor diesem Hintergrund haben wir Wort gehalten und bereits am 1. Januar dieses Jahres die Dürabel Planungs- und Beratungs GmbH in unsere Unternehmensgruppe aufgenommen. Jörg Lamster, der Gründer dieser Unternehmung und eine Koryphäe natürlich in dieser Thematik in der Schweiz und über die Landesgrenze hinaus, hat seine Unternehmung getauscht gegen einen Anteil an Wüst Partner, ist in diesem Sinne auch Partner geworden in unserer Unternehmung. Wir haben dann auch angekündigt, dass wir weitere Standorte eröffnen möchten. Der nächste Standort in Deutschland, das ist unser 5. Standort, ist in Düsseldorf. Wir haben den am 1.4., also mitten im Lockdown, ohne Eröffnungsapero, haben wir den eröffnen dürfen. Wir konnten Stefan Stute als Standortleiter gewinnen für diese Aufgabe. Wir wollen von dort aus die Region Köln, Düsseldorf und den Ruhrpott abdecken und glauben, dass wir jetzt in Deutschland eigentlich eine sehr gute geografische Abdeckung haben. Das Angebot dort ist das gleiche wie an anderen Standorten. Wir wollen vor allem über das klassische Geschäft, Beratung und Bewertung auch dort lokale Kundschaft entsprechend erschließen. Nun, der nächste Schritt, und das ist ein wichtiger und großer Schritt für unsere Unternehmung, der zielt nach Frankreich. Da haben wir gewartet, bis der Lockdown durch war. Die Gespräche haben natürlich schon zuvor gestartet. Und wir konnten nun unseren Fuß nach Frankreich setzen. Wir haben seit dem 1. Juli dieses Jahres einen Standort in Paris. Wir haben das in diesem Falle über eine Akquisition ebenfalls gemacht. Und hier auch wieder dasselbe Muster. John G. Park, der Gründer von Homa Data, eine Start-up-Unternehmung, die jetzt 5 Jahre alt ist und vor allem eben im Bereich PropTech zu Hause ist,
konnten wir gewinnen, dass er seine Unternehmung tauscht, auch gegen einen Anteil an Wüstpartner, ist nun auch Partner unserer Gruppe. Homadata ist stark in Data Analytics und auch in Softwareentwicklung. Die machen ihre Tools, ist ein Stück weit ein Bruder zu unserer Unternehmung, die wir ja seit Jahren bei uns in der Schweiz auch dabei haben, zu Data House. Die Ziele sind ähnlich. Was für uns besonders reizvoll war, ist natürlich, dass Homadata bereits über einen sehr großen Datensatz zum französischen Immobilienmarkt verfügt, den wir eben nutzen können, um dort auch schnell zu wachsen, um insbesondere eben auch unsere Produkte, die Wüst-Partner-Produkte in Frankreich zu vertreiben und last but not least eben auch das klassische Geschäft Bewertung, Beratung aus Paris heraus in den französischen Markt zu tragen. Also in diesem Sinne hatten wir in diesem Jahr neben den anderen neuen Partnern, die dazugekommen sind, die wir Ihnen letztes Jahr vorgestellt haben, hatten wir bereits 2 Partnerzugänge. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben uns einer Wachstumsstrategie verschrieben und dazu gehört eben auch das Wachstum in der Partnerschaft. Sie sehen hier, wie unsere Partnerschaft ausgesehen hat im Lockdown, Partnerversammlung im April. Das hat, ja, wie bei den meisten Unternehmungen, die digital affin sind, hat das hervorragend funktioniert. Also auch unsere Partnerversammlung mit 20 Leuten sind da gut über die Bühne gegangen. Und jetzt geht es eben darum, den nächsten Schritt zu machen. Was wollen wir mit dem Wachstum auch bei der Partnerschaft? Es geht uns vor allem um die Steigerung der Diversität und natürlich auch darum, die nächste Generation an Partnern zu uns ins Boot zu nehmen. Nun, wir haben dieses Jahr 3 neue Partner, die per 1. Januar 2021 zu uns kommen. Es ist das zuerst die Julia selber her. Sie ist die 2. Partnerin unserer Unternehmung. Julia ist ursprünglich aus Österreich, ist seit einigen Jahren jetzt aber in der Schweiz. Sie ist doktorierte Bauingenieurin ETH, hat zuerst eine wissenschaftliche Karriere dort gestartet und ist vor gut 6 Jahren nun zu uns gekommen, wo sie sich sehr erfolgreich jetzt im Bereich von Entwicklungsberatung insbesondere, aber auch im Bereich der Bewertung entwickelt. Sie ist bei uns insbesondere auch federführend im Bereich der Immobildung, wie wir das nennen. Wir haben auch verschiedene Bildungsangebote bei uns im Angebot. Da sind einerseits Fachkurse, die wir anbieten, aber eben auch eine Beteiligung an einem CAS zusammen mit der ETH. Dann, zweiter Diversifikationsbeitrag, wenn wir so wollen, das ist eher der Daniel Meister. Er ist Mitarbeitender der Data House AG. Er ist Physiker und zudem ein Millennial, also die Diversifikation hier sogar in doppelter Form. Bei Dani ist speziell, dass er eigentlich ein Urgestein ist, trotz seines jungen Jahrgangs, seinen wenigen Jahren, die er auf dem Buckel hat, ist er schon sehr, sehr lange bei Data House dabei. Er hat bereits als Schüler Freelance-Arbeit dort gemacht und ist seither dieser Firma immer treu geblieben, obwohl er über einige Jahre dann auch am CERN Grundlagenforschung gemacht hat als Physiker. Also in diesem Sinne hat er sich entwickelt eigentlich zum Spiritus Rector unserer Data Science, nicht nur der Data House, sondern zunehmend eben auch der gesamten Gruppe. Und dann kommen wir noch zum 3. Neuzugang in der Partnerschaft. Hier ist der Diversifikationsbeitrag mehr geografisch. Mit dem großen Wachstum, das wir haben in Deutschland, möchten wir auch dort natürlich das Partnernetzwerk weiter ausbauen. Und wir konnten Andreas Pörschke, unser Standortleiter in Frankfurt, der auch seit vielen Jahren für uns tätig ist, für die Partnerschaft gewinnen. Andreas ist Diplom-Kaufmann, hat eine klassische Karriere gemacht im Bereich der großen Wirtschaftsprüfer, wo er schon seit vielen, vielen Jahren das Immobilienthema bearbeitet und baut aus Frankfurt aus jetzt unser Netzwerk in Deutschland weiter aus. In diesem Sinne, liebe Julia, lieber Dani, lieber Andreas, ganz herzlich willkommen bei uns im Partnerkreis. Es freut uns außerordentlich, dass ihr mit dabei seid ab nächstem Jahr und wir wünschen euch in diesem Sinne ganz viel Erfolg bei eurer neuen Tätigkeit und auch viel Freude. Gut, ich komme in diesem Sinne zum Schluss hier aus der alten Börse.
Normalerweise darf ich zu diesem Zeitpunkt zum Apero einladen. Den müssen Sie heute leider alleine zu Hause nehmen. Ich werde hier auch alleine ein Bier trinken. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und in diesem Sinne zurück. Im Studio, ich kann Ihnen versichern, zu Hause, wir werden diesen Apero nachholen nach den Corona-Zeiten und wir alle hoffen, dass diese bald vorüber sind. Es waren sehr viele Informationen. Ich hoffe, es war auch einiges Interessantes für Sie, einiges Neues dabei. Gerne möchte ich an dieser Stelle nochmals auf die umfangreichen Daten und Einschätzungen in unserer neuen Publikation Immomonitoring 2021.1 verweisen. Diese liegt in Buchform, aber auch digital als E-Reader vor. Bitte geben Sie uns doch per Telefon, WhatsApp, Mail eine Rückmeldung, wie Ihnen der Anlass heute gefallen hat. Sagen Sie uns, was wir besser machen können. Da freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören. Nun möchte ich mich ganz herzlich beim Research-Team für die exzellente Arbeit und die Auftritte heute wieder bedanken. Ihr habt das super gemacht. Vielen Dank. Auch beim Habecker-Team ein herzliches Dankeschön. Wir haben uns sehr wohl gefühlt heute in diesem Studio, in dieser speziellen Situation, die es eben auch für uns ist. Aber das größte und wichtigste Dankeschön möchte ich an Sie richten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kunden von Würzpartner, die Sie dabei geblieben sind. Heute Nachmittag, heute am frühen Abend, aber auch über all die letzten Jahre. Sie waren letzten Endes der Antrieb für uns, hervorragende Dienstleistungen zu erbringen, nah an den Markttrends dran zu bleiben und immer wieder neue Innovationen zu leisten. Und dafür möchten wir Ihnen herzlich danken sagen. Nicht zuletzt, wie wir Sie gesehen haben, haben Sie uns auch dazu gebracht, Grenzen zu überwinden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Merci beaucoup. Au revoir.